Ich bin eigentlich ein Naturmensch und bin eigentlich oft im Wald, weil es einfach für mich eigentlich Erholung ist, der Wald. Wir haben eine Landwirtschaft daheim gehabt und da war auch im Wald viel gewesen und auch daheim in der Werkstatt haben wir dort schon ein bisschen gewerkt und gemacht. Und da ist einfach faszinierend, was man alles machen kann mit dem Holz. Die erste Erinnerung vom Rodel ist schon von der Kindheit an. Und ist man im Winter ist man halt oft miteinander gerodelt gewesen. Und das Rodel hat mich immer schon fasziniert, eigentlich. Angefangen selber zu bauen habe ich auch, weil ich gemeint habe, das könnte noch bessere Rodel oder man kann es anders machen. Eine Zeit lang haben wir anprobiert und ein bisschen tüfteln und probieren, bis es funktioniert und jetzt läuft es gut. Qualität ist bei uns im Vorarlberg und auch im Bregenzer Wald speziell sehr groß geschrieben. Und ja, wir schauen auch dazu, dass die Qualität passt. Für mich ist Vorarlberg eigentlich auch richtig die Heimat da und die kann man sich eigentlich nicht vorstellen, zum irgendwo anders den Beruf ausüben. Das ist die Qualitäten da, die Herausforderungen sind relativ hoch, aber ist da interessant und macht es auch schön, den Beruf als Tischler. Ich bin Anton Wehreuter und bin Tischler und arbeite hier in Vorarlberg.